Ich bin okay. Mir geht's gut, Kumpel. Mach dir wegen mir keine Sorgen. So. Nichts zu holen. Dann fahren wir mal. Moin. Was? Alles in Ordnung? Ja, glaub schon. Was war das? War das... Ich weiß nicht, was das war. Wenn du es wieder spürst, sag's mir. Das werde ich. Gut. Okay. Ja, Loot war da ja nicht. Ah, da ist ja die Tür offen. Eis. Das erinnert mich an Illum. Wir haben viel durchgemacht, was? Na, endlich. Ich hab mir Sorgen gemacht. Moment, musst du nicht. Lass mich mal. Er hat wieder gegen die ganze Basis gekämpft. Allerdings. Okay, Kerl. Wir wissen nicht, wo Boot ist. Wir haben keinen Kompass. Sei bitte ehrlich, ich werd's ertragen. Haben wir verloren? Ein Kompass ist noch übrig. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, wo ich ihn gelassen habe. Sollte der Kompass weg sein, verzweifelt nicht. Was ist das? Sag doch einfach, wo er ist. Das ist unser letzter Abschied. Es gibt noch einen anderen Weg nach Tenelor. Aktiviert die Anlagen und richtet sie dann auf die Koordinaten in dieser Nachricht aus. Das ist ein Kontrollzentrum. Wenn wir die Anlagen ausrichten, können wir einen Kurs durch den Abyss kreieren. Moment, nur damit ich es richtig verstehe. Du willst, dass sich die Mantis durch eine Nebelfliege der Schiffe frisst? In einen winzigen Tunnel, den 200 Jahre alte Tech freigelegt hat? Ja. Ja. Okay, bin dabei. Why not? Okay. Dann richten wir mal das Kontrollzentrum auf Kobo aus. Zack. Gute Reise. Wie können wir überhaupt so sicher sein, dass dieses Experiment funktioniert? Können wir nicht. Wir starten also ein paar Anlagen, wofür auch immer die gut sind, machen ein Loch in den Abyss und fliegen durch? Tja, so könnte man es sagen. Da. Komm. Bist du bereit, Kerl? Wir Immer. Sind fast da. Muss ich die Klamotte jetzt selber wieder wechseln oder macht er das noch? Ah ja. Als hätte er mich gehört. Okay. So. Hell, ne? Eben. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ah! Das ist die Höhle, wo wir gefunden hatten. Wo wir nicht weitergekommen sind. Okay. Uns mal wieder so ein Chocobo und reiten dahin. Ey, wo ist mein Blauer? Ja, nehme ich den. Reiten wir los. Hui. Oh. Sorry. Hui. Los. So, hier drin war das, ne? Da rein. Ist doch das Ding, ne? Ja.
Korrekt. Steigen. Hier. Der imperiale Funkverkehr ist sehr aktiv, Kleiner. Wie läuft's bei dir? Hab soeben das Kontrollzentrum erreicht. Ich gebe Bescheid, falls ich Ärger kriege. Willkommen. Ich bin Santari Cree, die Leiterin dieser experimentellen Anlage. Die Sicherheitsprotokolle verlangen einen Mitarbeiter vor Ort, solange die Anlagen aktiv sind. Grease, wenn keiner von uns zurückbleibt, muss jemand hier die Anlagen aktivieren. Oh ja, sicher. Ich frag mal rum, ob hier jemand so halsbrecherisch ist. Turgel vielleicht? Vielleicht nicht, Turgel. Turgel Power. Der Harmonieknauf. Okay, man kann da drüben hoch. Und hier um die Ecke. Na, das schaffen wir nicht. Okay. So. Ab in die Anlage. Ja, trotzdem nur zwei Grün. Vorher war nur eins. Ach, guck mal, wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Dann gehen wir mal auf Macht. So, Konzentration. Kerl regeneriert mehr Macht. Ne, das... Längeres Festhalten. LS und RS. Der erste Angriff gegen Feinde unter dem Einfluss von Verlangsamen hebt den Verlangsamen-Effekt nicht auf. War das so, ja? Zwillingsmagnet. Während du einen Gegner mit Magnet hältst, drücke Y, um ein zweites Ziel heranzuziehen und zu halten. Hochschießendes Heben. Halte RB und Y, um dein Ziel sowie Gegner in der Nähe mit Heben anzuheben. Das ist gut. Okay. Alles klar, Zeus. Mach es gut. Danke fürs Reinschauen. Kann losgehen. Hier was drücken? Nee. Okay, dann gehen wir mal da rein. Können wir bitte gehen? Können wir... Nee, hör mir zu! Können wir bitte, ja, bitte gehen? Wohin? Weg! Auslöschungstrommel! Was machen die hier? Diese Pisse hier keinen Bock haben! Ja. Leichter Schaden. Ich hab doch eben. Ah, der Knopf. Ja, kämpf mit mir! Knie nieder. Oh, es kommt kalter Wind. Wie geil. Hörst du auf? Wir haben die Oberhand. Das ist ein echter Kämpfer. Alla. Nein, nicht aushalten. Oh. Nee. Schade. Hab gedacht, da ist was. Ey. Boah, was ist mit euch hier? Noch jemand? Auf
Hey. Wie war das? So? Nein. Oh, wie geht das noch? So und aufhören. So, da lang. Und noch einer. Komm doch. Na? Ich wollte ihn gerade hacken. Komm, 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 komm. Im Kampf nicht verfügbar. Okay. So. An die Wand geklatscht. Wo kommen die mal her? Sie haben uns erwartet. Vielleicht hat Bord ihnen gesagt, dass wir kommen. Vielleicht. Ist auch zu. Ja. Da geht's nicht rein. Ist die jetzt offen? Nö. So. Das kriegen wir ja so einfach nicht gewuppt, ne? Da brauchen wir ja eine Quelle, wo wir dann... Aber da haben wir keine. Na egal. Gehen wir mal weiter. Das sieht vielversprechend aus. Ja. Besser wie das erste Mal, als wir da waren. Da ging nämlich nichts. Boah, so schwül gerade. Und hoffentlich gibt das jetzt noch Gewitter. Alle Anlagen sind online. Jetzt müssen wir sie nur noch aktivieren. Cree muss die Anlage bei der Evakuierung abgeriegelt haben. Aber das wird uns nicht aufhalten. Unser Ziel ist das Studium des Abyss und der sogenannten Kobo-Materie. Mit Wellentechnologie konnten wir teilweise Kobo-Materie auflösen und dadurch tiefer in den Abyss vordringen. Was erwartet uns in dem Kobo-Abyss? Kommt mit mir, dann entdecken wir es gemeinsam. Leitet auf dem Beobachtungsdeck die Ausrichtung ein. Eines muss man Cree lassen. Sie hat an alles gedacht. Sogar an Licht. Okay. Nicht okay? Oh, ich höre was. Okay. Also wenn ich aktiviere, was passiert dann? Fahren wir dann wieder runter? Die Plattform ist wohl nicht hier. Ach. Aktivieren wir mal hier. Ah ja. Sie, du hast es geschafft. Chris hat gesagt, sie brauchen Unterstützung. Und hier bin ich. Von weiter weg. Sicher nicht einfach. Ich mag 200 Jahre alt sein, aber ich bin frisch wie ein Padawan. Erstaunlich. Oh, Kerl, das ist schlichtweg erstaunlich. Kannst du die Anlagen starten, wenn wir in Position sind? Oh, ich warte nur auf Ihren Befehl. Es wäre mir eine Ehre, den Traum von Meisterin Cree erneut wahr werden zu sehen. Für deine Meisterin.
Okay. Oh fuck. Es regnet. Fantastico. Müssen wir uns jetzt mal beeilen. Das ist, ich hab nämlich noch die Fenster offen. Wissen Sie, das macht mich nostalgisch. Mein letztes Gespräch mit Meisterin Cree war vor 200 Jahren. Ja. Aber bitte entschuldige mich kurz. Oh. So. Jetzt bitte nochmal speichern. Zeit zur Mantis zurückzukehren, Kumpel. Dann fliegen wir durch den Abyss. Ich bin davon auch nicht begeistert, aber es ist der einzige Weg nach Tenalor. Wir brauchen Licht. Nichts Loot-mäßiges? Nee, okay. Okay. So. Dann. Es gibt nur die Macht. Würde ich sagen, haben wir es gepackt für heute.